Hallo und herzlich willkommen bei Shakes and Fidget. Wir haben gerade natürlich unsere Stadtwache erledigt und müssen natürlich uns jetzt den Kampf hier reinziehen. Verteidigung war nicht so gut, leider. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja auf Rang 9 mittlerweile. An deiner Stelle würde ich mich fragen, ist heute mein Glückstag? Ja, das ist eine gute Frage. Ist heute mein Glückstag? Jetzt versuchen wir es mal. Erfahrung? Wie machst du das? 9 Millionen Holz? Stopp, stopp! Du machst mich arm! Ich mach dich nicht arm. Ah, noch lange nicht. Noch lange nicht. Das dauert noch. Aber ich bin kurz davor. Kurz davor. So, der baut noch 2 Tage. Dann ist die Mine auch endlich wieder fertig. Und dann können wir auch wieder mal ein paar Juwelen versuchen zu finden. Ja, Holz und Stein, das wäre ja doch mal was, wa? Oh, und? Eine solche Schlacht wäre kaum zu gewinnen. Das gefällt mir nicht. Dann lassen wir es lieber. Wir sammeln Seelen. Wir haben Seelen gesammelt. Oh mein Gott, ganz böse. So, wie ihr seht, läuft hier jetzt natürlich der Ticker von den Goldmünzen hier deutlich schneller, wie ihr das sehen könnt. Hier, da. Das rast regelrecht. Zack, und wieder was eingesammelt. Wir haben schon über die Hälfte wieder an Seelen, um nochmal die Goldgrube weiter auszubauen. Und ja, ich werde es tun. Ich werde sie nochmal ausbauen. Und dann nochmal, und dann nochmal, und dann nochmal. Und nochmal viel öfters. Oh ja. Yeah. So, noch 9, noch 8, noch 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3. Ich würde schon 2 sagen. 2, 1, bam. So schnell schafft man es nochmal, um ein paar Millionen die Leute zu erleichtern. Yeah. Dungeon. So, da will ich noch nicht kämpfen. Ein Kollege. Ja, moin. Ja, Kollege. Moin, ja. Wie geht's dir? Hä? Verticken. Verticken. Nee. Ganz kurz hier. Das auf jeden Fall hier rein. Ich weiß, ich könnte es in den Kessel werfen, aber ich habe kein Interesse dran. Ich versuche gerade was anderes mal. Nein, das hat nicht mehr gebracht. Ich hatte entweder 50-50. So, das tue ich auch hier rein. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wir wunderbar. Wir müssen reden. Wir müssen nicht reden. Nein. Hallo. Na? Psst. Was? Willst du? Hey! Hepst! Hey! Du! Das ist so ungerecht. Ja, es stimmt. Es ist vieles im Leben sehr ungerecht. Guten Morgen. Ja, ja. Aber es hilft nicht in einer Kaserne hier abzuhängen und hier nichts zu tun. Ich suche jemanden für ein Abenteuer. Das Entscheidende ist nämlich im Leben, man ist selbst für seinen Glück größtenteils, nicht immer, zuständig. Und wenn man nur Trübsal bläst, kommt nix. Man muss aufstehen, man muss dafür etwas tun. Habe ich auch schon oft gemerkt. Es ist leicht zu jammern, im Gegensatz mal aufzustehen und was du zu tun. Du siehst irgendwie so gar nicht an. Ja? Ja, ja, das will ich mir gar nicht anhören, wie ich so gar nicht aussehe. Das überspringe ich lieber. Der ist gruselig. Guten Morgen. Ein bisschen Zeug. So, können wir direkt hier starten. Super. Was haben wir eigentlich für eine Quest hier? Einmal einen Spieler mit bloßen Händen besiegen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, einmal das rausnehmen. Und weil wir das können, scrollen wir einfach mal ganz weit nach unten. Oder noch weiter. Weil wir nämlich keine Waffe haben.
Weiter. Nur als Beispiel, ne? Dann scrollt man ganz weit nach unten und versucht sein Glück hier. Knapp gewonnen. So. Dann zieht man natürlich, bevor man das nämlich vergisst, wie ich sonst auch immer alles vergesse, zieht man einfach mal hier die Sachen hier so runter. Da. Gibt 300, aber auch 2 Millionen. Schmeiß mal morgen rein. 300, das ist schon eine Menge. Gut. Dann wollen wir mal ganz kurz hier noch, bevor wir nämlich der Wonders wieder weitermachen. Ich bezweifle, dass sie beim Essen alle so klingen. Das bezweifle ich sehr stark. Schatten gegen Schatten. Welcher Schatten gewinnt? Der Schatten! Yay! Oh, schon auf 80. Ja, schön. Noch 20, dann haben wir den auch auf 100. Und dann kommt der letzte hier in der Reihe und dann geht's hier. Oh Gott, hier haben wir noch gar nichts. Oh Gott! Ja, gut, das ist. Ja. So, dann wollen wir mal ganz kurz hier das abholen. Flimmerkiste ist nachher dran, sobald ich dann wieder so weit bin. Dann gibt's jetzt hier, zack, zack, ein bisschen Leben dazu. Ein bisschen. Ein klitzekleines bisschen. So, mal sehen, wie weit wir ihn runterkriegen. Oh, der haut heute wieder richtig gut rein. Ich aber auch. Ich habe aber auch zweimal sehr guten Schaden gemacht. Wieder auf 53. Ich darf echt täglich nicht vergessen, den zu bekämpfen. Das ist. So, hier haben wir schon wieder 2 Stufen schon wieder geschafft gehabt. Das ist echt cool. Jetzt sind wir schon fast bei der Schnapszahl. Einer dreistelligen Schnapszahl, wohlgemerkt. Ist richtig geil. Ach, ja. So weit zu kommen, ist richtig schön. So. Können wir hier schon wieder wechseln? Ja. 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 Das Risiko wäre hoch, aber es wäre auf jeden Fall ein großes Plus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das wird aber eine üble Sache. Oh, gucken wir mal. Ja, wir haben es geschafft. Geilo. So, jetzt gucken wir nämlich. Wir haben jetzt hier drei, vier oder mehr. Ne? Und hier nicht mal eine Mille. Das heißt, man macht wirklich hier Plus, wenn man auch alle mal auf einen Schlag verliert. Macht manchmal doch Sinn, ja? Ja, ja. Guten Morgen. Guten Morgen. So, haben wir dann alles? Haben wir an alles gedacht? Ich weiß es nicht. Haben wir? Guten Morgen. Guten Morgen. Leider nichts. Leider kann ich nicht noch einen verbrauchen, sonst verliere ich die Pilze, die ich nämlich für die, ja, für diese Trank des ewigen Lebens brauche. Deswegen bin ich da zurzeit sehr sparsam, damit ich da immer wieder welche nachkaufen kann. Zurzeit mit den Tränken läuft das gut. Ich habe auch zur Not hier, seht ihr, auch die niedrigeren gesammelt. Die ganz niedrigen sammle ich nicht mehr. Ich sammle jetzt nur noch die für Notfälle, falls ich die größeren hier nicht finde. Weil ich nicht unendlich Pilze habe, um die zu finden. Weil ich ja das Free-to-Play spiele, ne? Also ohne Pay-to-Win, wie auch immer, wie ihr das bezeichnet, alle. Die einen sagen ja so, die anderen so. Ich kaufe keine Pilze in diesem Spiel. Ja, und deswegen muss ich gucken, dass ich damit richtig haushalte, die ich so gratis finde. Jo, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ich würde mich wahnsinnig freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video oder in einem Stream wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.